Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Fall geht es um die NOR-Verknüpfung, die man auch als Nicht-Oder-Verknüpfung bezeichnen könnte. Hier sehen wir wieder das Symbol mit der Oder-Verknüpfung. Zunächst werden also die Eingänge A und B Oder verknüpft und das Ergebnis wird anschließend invertiert. Es ist also eine ganz einfache Verknüpfung. Sofern man die Oder-Verknüpfung verstanden hat, ist das hier wirklich keine große Erweiterung. Schauen wir uns dazu die Wahrheitstabelle an für den Fall mit zwei Eingängen. Bei einer Oder-Verknüpfung 0 oder 0 ergibt 0. Durch das Invertieren hier am Ausgang ergibt sich an dieser Stelle eine 1. 0 oder 1 ergibt 1. Durch das Invertieren eine 0. Und so bleibt das ganze Spielchen auch hier weiterhin, dass in allen drei anderen Fällen eben eine 0 am Ausgang auftaucht. Auch für den Fall, dass wir es mit drei Eingängen zu tun haben, ist das Ganze nicht schwer, denn ich habe ja hier wieder eine Oder-Verknüpfung, die immer dann hier intern sozusagen eine 1 liefert, sobald nur eine einzige 1 oder mehr als eine 1 am Eingang auftaucht. Das heißt, die Oder-Verknüpfung würde hier in diesen Fällen immer eine 1 liefern, die jedoch zu einer 0 invertiert wird. Also haben wir hier überall eine 0 stehen. Nur für den ersten Fall 0 oder 0 oder 0 ergibt hier intern zunächst eine 0, die dann zu einer 1 invertiert wird. Das Ganze spielt hier mit der Funktionsgleichung. Q ist gleich A oder B nicht. Das Ergebnis wird invertiert, nicht etwa die Eingänge. Das wäre ein anderes Resultat, was dabei rauskommen würde. Und hier mit drei Eingängen. Q ist gleich A oder B oder C, Ergebnis invertiert. Q gleich A und B und A oder B oder C nicht. Ich möchte auch hier nochmal darauf aufmerksam machen, dass die NOR-Verknüpfung nicht mehr zu den, streng genommen nicht mehr zu den Grundverknüpfungen zu zählen ist, da sie sich aus einer Oder-Verknüpfung mit einer Nicht-Verknüpfung zusammensetzt. Sie wird aber in aller Regel noch bei den Grundverknüpfungen mit aufgeführt. Ja, das war es auch schon zu diesem Thema. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Über ein Like freue ich mich, über ein Abo noch mehr. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.